Sega. Achieved with CryEngine. Herzlich willkommen zu Sonic Boom Lyrics Aufstieg Demo. Ich bin der KTLP und wir wollen heute die Demo ein wenig beschnuppern und sie spielen. Und ich drücke gleich mal Plus zum Starten, wenn wir hier diese tolle Mucke genießen. Ja, das Spiel ist erschienen am 21. November 2014. Die 3DS-Fassung ebenfalls. Und ja, die Wertungen sind dafür jetzt nicht sonderlich gut, aber immerhin ist es ein Sonic-Spiel und dadurch ein Jump'n'Run und dadurch vielleicht für mich genießbar. Deswegen nicht lange rumlabern, es geht los. Sonic, Amy und ihr neuer Freund QNC erkunden eine mysteriöse Unterwasseranlage, was sie wohl unter den erwartet. Egal. Um die Steuerung anzusehen, drücke Plus und wähle Option Steuerung, Steuerung anzeigen. Alles klar, okay. Ja, Steuerung habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie lange die Demo hier geht. Man hat ungefähr 8 Aufrufe und die Demo ist, ich glaube, auch über 1 GB groß, also schon relativ groß. Das Ganze in 30 Frames, weil das Spiel läuft nicht in 60 Frames. Schande, Sega. Also es müsste schon sein, 60 Frames heutzutage, finde ich. Ist ja egal, ich kann es eh nicht aufnehmen, aber... trotzdem. Wow, was ist das für ein Ort? Wieso tauchst du immer aus dem Nichts auf? Weil ich toll bin. Weil ich toll bin. Ich wurde hier gebaut und programmiert. Hey, der Kristall. Da ist er. So nah. Er ist direkt beim Eingang. Das passiert sonst nie. Finde den Gezeitenkristall. Okay, alles klar. Ja, wir können das bewegen mit dem linken Control-Stick und mit dem rechten Control-Stick können wir die Kamera drehen und wenden. Das wird wohl eine Mission sein, irgendwo halt schon weiter fortgeschritten. Okay, was ist hier? Okay, hier kann ich nicht hin. Gut. Springen mit B. Machen wir mit A auch irgendwas? Ah, schlagen, okay. Und Y ist treten. Und X ist rollen. Okay, ja, alles klar. Gut, dann weiß ich das erstmal. Ich komme da hoch. Du kommst da hoch. So, so, das ist schön für dich. Komme ich da hoch? Okay. Die Schultertasten ist einmal eine Rolle. Auf der anderen Seite auch. Kann ich vielleicht irgendwie einen Charakter wechseln oder so, wie bei Lego? Och, ich habe keine Ahnung. Das Ganze völlig blind. Darf ich vielleicht Charakter wechseln? Ah, im Steuerkreuz. Alles klar, im Steuerkreuz. Gut. Und du kannst also höher springen. Und wo sollst du hinspringen? Auf jeden Fall nicht dahin springen. Ja, okay. Doppelsprung in der Luft. Ja, damit müsste es doch eigentlich klappen, oder? Ach, Dreisprung kann die sogar. Alles klar. Unterwasserschatz. Unterwasserschatz? Okay. Und natürlich kommt jetzt Sonic auch irgendwie nach. Ist klar. das hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten hier. Nein, falscher Knopf, falscher Knopf. Ah, Charakter wechseln. Ja, ja. Okay. Nee, keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. So, die Dinger kaputt machen. Da sind ein paar Ringe drin. Ringe weiß ich auch, was es ist. Natürlich Münzen. So eine Art wie beim Mario. Ah, okay. Da geht's einfach rein. Und das ist 1 von 17. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt zu 100% spielen. Oder so. Keine Ahnung. Ja. Egal. Da geht's weiter. Wusste ich doch, dass es nicht einfach wird. Wir können uns nicht einfach die Beute nehmen. Immer müssen wir kämpfen. Gute Nacht. Gute Nacht, alles klar.
drücke Y, um anzugreifen. Okay, die Mission wird versucht halt einsteigerfreundlich zu machen, ist klar. Hallo. Ich schätze, für den Kristall lohnt sich ein kleiner Kampf. Okay, wer ist der Erste? Ja. Alles klar bei euch, Leute? Ah, er springt auch noch freiwillig in den Abgrund. So. Dann kommen aber immer wieder neue Gegner. Hey, da ist was. Nee, doch. Kann ich da irgendwas tun? Okay, das ist eine Art Schutzschild. Komme ich nicht hin. Moment. Amy. Die sind fertig. Autsch! Sag mal, was willst du eigentlich hier? Oh. Der war gleich K.O. Ich gehe anscheinend nicht K.O. Okay, drücke A und bewege L unten, um einen Energiestrahl etwas zu ziehen. Moment. L ist hier. Du überhaupt, wo du hinschlägst? Moment, ja, nein. So, tschüss. Okay. So, jetzt. A und nach unten. Ah, okay. Den Kristall und dann nichts wie raus hier. Ah, natürlich. So einfach ist es. Bestimmt kommt auch noch Eggman irgendwann irgendwo. Das kam mir etwas zu einfach vor. Was war das? Ja. Das war vermutlich der Hüter. Wer ist eigentlich dieser Roboter? Armes Kätzchen. Oh. Liebes Kätzchen. Hallo. Okay, Sonic rennt von alleine. Achso, ich bin Amy. Okay, wow. Ich kann gerade nichts tun. Ja, schneller laufen. Super. Alter. Das ist, an den Wänden. Recht knapp. Was? Wie an den Wänden? Laufen. Moment. Alter, schon knapp. So, aber jetzt kommt er nicht mehr durch. Ja, der kommt nicht durch. So. Gibt es hier jetzt noch irgendwas zu tun? Okay, das ist dieser komische Roboter. Okay. So kommt man wieder hoch. Alles klar. Gut. Was ist jetzt zu tun? Da geht's da hoch. Was gibt's hier oben? Mal gucken. Okay, dann ein paar Münzen oder so. Ich weiß, es heißt anders. Ich nenne es halt Münzen. Oh. Wie kommt da hoch? Upsala. Naja, da geht's wahrscheinlich sowieso hoch. So muss ich nochmal springen oder wo muss ich denn hin? Hä? Wo muss ich denn hin? Was? Wo muss ich denn da hin? Ich bin ja dann in diesem komischen Gebäude drin. Ist denn die Dings so komisch? Die Kameraperspektive ist irgendwie komisch. Kann ich da rein? Kann ich nicht rein. Hey, ich glaube, hinter diesem Gitter ist etwas. Oh. Was ist denn das? Boom. Ein Weg erscheint. Boom. Ah. Hier rein, oder was? Ja, aber Moment mal, was heißt... Was bedeutet... Ah, okay. Hier kann man hoch. Das bringt mir doch gar nichts, wenn ich da hochspringe. Was soll mir das denn bringen, dieses komische Trampolin? Komm schon. Sag mal. Willst du dich nicht mal da festhalten oder so? Springen. Springen. Spring doch. Hallo. Geht doch. So, und jetzt will ich da bitte rein. Hä? Hä?
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da rein? Da hoch komme ich ja. Wie zum Henker. Okay, ich kann gerade nicht zu Dingsbums Sonic switchen. Was soll denn das? Das ist für mich ein Rätsel, also... komisch. Das ist so typisch Sonic. Glaube ich. Boah, ey, das regt mich so auf. Da kann man ja... Da kann man nicht einfach nur dahin drücken, sondern man muss genau da landen. Und die Kameraperspektive ist so scheiße, dass ich gar nicht weiß, wo ich da überhaupt hinspringen muss. So, jetzt hat's geklappt. Bleibt halt immer noch die Frage, wie ich zum Henker... Muss man doch reinkommen. Okay, wenn ich das schon nicht raffe, sollte ich mich niemals an ein Zelda wagen. Muss ich irgendwas machen? Kann ich das aufladen? Ja, aber es bringt nichts. Hiermit irgendwas... Leute, sorry, aber keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung, aber da geht's runter. Hier soll ich jetzt stampfen. Oder bitte nicht sterben, wenn es geht. Alles klar. Boah, das stinkt vielleicht. Jetzt geht's wahrscheinlich. Kann ich nicht wirklich riechen. Jedoch stammt der Gestank nicht von Fisch, sondern von der Mineralabfüllung. Jetzt geht's natürlich. Der Abfall landet hier. Abfall? Ach ja, vielleicht sollte man dem Spiel doch ein bisschen in die Hand spielen. Aber wo geht's da hin? Bingo! Noch ein versteckter Raum. Jo, toll, aber... Moment. Okay, da bin ich anscheinend gerade durchgeklitscht. So, das ziehen wir raus. Was haben wir denn hier Schönes? ja, es war halt was zum Sammeln. Macht nichts, haben wir das auch. Schön. Also. Gut, dann gibt es ja nur einen Weg. So, der wäre... Hier, oder? Geht doch. Jetzt kommen wir von hier rein, jetzt kommen wir... auch von hier rein. Das will ich jetzt gerade mal mit Sonic ausprobieren. Jetzt wird Gas gegeben. Ja. So, jetzt muss ich natürlich auch da drauf landen. Ja. Komm, nochmal. So. So, hier nochmal rein. Ein paar Sachen zu sammeln, also... Naja, ein bisschen blöd ist die Kameraperspektive schon und das regt mich auch ein bisschen auf, dass es gerade so unflüssig läuft. Ich bin 60 Frames einfach gewohnt. Hier noch eine Kiste mit ein paar Bruchteilen von Robotern oder was, keine Ahnung. Spielt keine Rolle, Hauptsache wir haben's. So... Alles klar. Weck den großen Kerl nicht auf. Was ist ein großer Kerl denn? Warnung, Sicherheitsverstoß. Ich drücke L, um auszuweichen. Ja, nee, 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 nicht ausweichen. Hier wird gekämpft. Oh. Was soll ich damit? Alter, wow. Junge. Junge. Leg dich mal ab. Den kann ich nicht zerstören, alles klar. Hab schon verstanden. Erstmal du. Zack. Und das sind Babys. Nee, doch nicht Babys. Schilma. Was ist denn das für eine Akkro-Mission gleich zu Anfang? Nice. So.
Hau ab. Die Hand. Geil. Damit kann man bestimmt schlimme Sachen anrichten. Lade Angriffe durch Drücken von Y aus. Lasse los. Alles klar. Haha. In einem Schlag zu Tode gebasht. So, tot. Diese komischen Würmer da. Ich habe ein bisschen ins Let's Play reingeguckt von Let's Play Markus. Aber sonst. Wow. Alles blind hier, die Demo und so weiter. Ja. So. Tut mir leid für dich, Amy. Okay. Vor allem. Die Dingsbums ist falsch rum. Also wenn ich mit dem rechten Control-Stick nach unten drücke, geht es nach oben. Die Kamera. Und wenn ich nach oben drücke, geht es nach unten. Sega, Mann. Achso. Ich soll es ziehen. Was passiert? Tja, das ist immer die Frage, ne? Was passiert? So, hier geht's auch weiter. Was ist hier? Das ist ein dummes Rätsel. Moment. Ach, da kann man gar nicht hin. Okay. Bei diesem Sprung muss das Timing stimmen. Tippe X in der Luft an, um zum Luftziel zu fliegen. Zu fliegen? What the fuck? Hä? Muss ich es jetzt nochmal schaffen? Nein, muss ich nicht. Aber ey. Ach, sag es doch gleich. Ach ja. Verdammt. Kann halt nicht einfach drauf loszocken und auch ein bisschen Köpfchen. Wow. Das ist knapp. Das ist knapp. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Hier, yeah, Bams. Board. Auch du. Sesam, öffne dich. Nice. Sonic ist mein. Eins der wenigsten Sonic-Spiele, ne? Also, die ich spiele. Das ist, Oh, wow. Da war doch bestimmt noch irgendwas. Was ist denn hier? Nichts. Okay. Das halt nicht. Also, ich habe noch nie ein Sonic-Spiel gespielt. Also nur die Demo von Lost World halt. Hören wir mal auf da. Aber sonst halt noch nichts. Und halt diese Demo jetzt. Aber kein richtiges Spiel. So. Wirbeln soll ich, alles klar. Gegen den Strich natürlich wirbeln. Was passiert jetzt? Oh. Armer Sonic. Verflixt, hier wimmelt es nur so vor fiesen Fallen.